Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten richtigen DIY-Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das erste Mal was zeige und hoffe, dass es auch funktioniert. Denn ich habe es bisher auch nur einmal versucht und es hat auf Anhieb geklappt. Das heißt, der Anspruch ist nicht ganz so hoch und wir werden es auf jeden Fall gemeinsam schaffen. Ich habe es in meinem ersten Ankündigungsvideo vor ein paar Tagen schon mal vorgestellt. Es geht darum, dieses wunderschöne DIY nachzumachen. Das ist ganz normales Makramee-Garn. Bei uns heißt das Durable Rope. Die unterschiedlichen Farben blenden wir euch auf jeden Fall hier gleich noch ein. Und es ist super easy. Ihr braucht gar nicht viel. Und alles, was man braucht, kriegt man irgendwo im Handel, quasi im Nachbarsort. Oder wahrscheinlich sogar habt ihr sowas zu Hause. In diesem Fall habe ich das vorbereitet mit einem IKEA-Rahmen. Habe aber jetzt zur gemeinsamen Sache hier mit euch einen Rahmen von Teddy organisiert. Auch der geht. Wichtig ist, dass der hier ein bisschen tiefer ist und auch hinten ein bisschen tiefer. Denn sonst können wir gleich unsere Fasern da nicht verstecken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, was ihr braucht, findet ihr auf jeden Fall in der Infobox. So kleine DIYs, angefangen mit Sachen, die man ganz ohne häkeln und stricken kann, kommen jetzt immer mal wieder von mir. Ich hoffe, das wird klappen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, dass das alles auch so funktioniert. Aber wir werden das schon zusammen hinkriegen. Und ja, jetzt starten wir. Ich werde die Kamera umdrehen, sodass ihr seht von oben, was ich hier unten auf dem Tisch mache. Los geht's. So, was ihr jetzt braucht, seht ihr eigentlich hier. Im Grunde ist es ganz einfach. Ihr braucht einen Bilderrahmen, egal welche Größe. Wichtig ist, dass der hier eine gewisse Tiefe hat und auch von der anderen Seite eine gewisse Tiefe da ist. Am besten gehen tatsächlich die von IKEA, aber es geht auch alles andere. Oft hat man ja auch was zu Hause, was man irgendwie nicht mehr so richtig braucht und vielleicht ein bisschen umändern möchte. Wichtig ist, dass er euch gefällt. Mein Beispiel war hier ein weißer und da passte ganz gut dieses beige Rope. Jetzt entscheide ich mich aber vermutlich für diese Variante, also ein Holzrahmen, und werde deswegen eine andere Farbe auswählen. Und ich glaube, es wird gelb. Ich bin ein riesen Fan von Gelb und so passt es auch bei mir zu Hause rein. Außerdem eine scharfe Schere, weil ihr müsst gleich ein bisschen was hier abschneiden. Also die muss diese dünne Platte hier schneiden können. Doppelseitiges Klebeband. Ich empfehle das von Tesa. Das hält am besten. Und wie gesagt, ein entsprechendes Rope in eurer Lieblingsfarbe. Wir blenden euch auf jeden Fall die Farben hier nochmal ein. Das Sortiment ist relativ groß. Ihr könnt euch also überlegen, was euch am besten passt und vielleicht auch, was am besten bei euch zu Hause reinpasst. Ich habe mir jetzt noch einen Kaffee gemacht, weil es ist wirklich ein bisschen aufwendig, aber nur zeitaufwendig, nicht geduldsaufwendig. Ihr werdet das schon schaffen. Deswegen macht es euch gemütlich und los geht's. So, was nun kommt, ist eigentlich das Allereinfachste. Ihr müsst erstmal natürlich den also den Rücken des Bildes rausnehmen. Dazu müsst ihr einfach diese kleinen Klammern umschlagen. Das ist tatsächlich ganz easy peasy. Und dann nehmt ihr den Rahmen raus. All das, was hier ist, braucht ihr gar nicht unbedingt. So ein Passepartout kann man immer mal gebrauchen. Also das brauchen wir nur jetzt nicht in diesem Fall. Also wirklich alles rausnehmen. Auch das Glas empfehle ich. Wer hinterher das wieder draufsetzen möchte, kann das gerne tun. Aber ich glaube, es ist das Beste, wenn es wegbleibt. Denn das würde sonst hinterher das schöne Rope-Garn einknicken oder eindetschen. Das sieht dann, glaube ich, nicht so schön aus. Ihr macht also den Rahmen im Grunde komplett blank. Legt den erstmal zur Seite, denn den brauchen wir erst später wieder. Jetzt geht es darum, dass ihr eure Rückenplatte, ich muss mal so ein bisschen gucken, dass man das hier gut sieht, einschneiden. Einmal der Länge nach ungefähr einen guten Zentimeter und einmal die kurze Seite einen guten Zentimeter. Ihr könnt es auch mit einem Cuttermesser machen. Ich nehme dafür eine Schere, das geht ganz gut. Ruhig einfach rantrauen und abschneiden. Das ist wirklich ganz easy. Man muss zwar ein bisschen Kraft aufwenden, aber an sich ist es einfach. Guckt ein bisschen, dass ihr gerade bleibt, damit sich das nicht so verzieht. Aber easy peasy. Einfach rantrauen und losschneiden. Ich habe tatsächlich eine nagelneue Schere genommen. Ich weiß nicht, wie euer Scherenvorrat so ist. Bei mir zu Hause sind die Scheren immer die ersten, die weg sind. Die Kinder können die immer brauchen. Gefühlt habe ich nie eine Schere und muss immer erst auf die Suche gehen. Deswegen habe ich jetzt hier eine neue genommen. Und die schneidet tatsächlich ganz gut. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das hier im Büro machen kann, beziehungsweise bei uns im Mühlhaus. Denn dort klappt das besser. Wie gesagt, das ist super easy. Oh, sieht zwar jetzt gerade ein bisschen schwierig aus, aber es ist ganz easy. Es ist auch nicht schlimm, wenn das ein bisschen schief ist. Schaut ein bisschen, dass ihr es gerade hinbekommt. Und dann können wir mit dem Zuschneiden beginnen. Dazu ist wichtig, dass ihr euch eine Farbe aussucht.
glaube, ich entscheide mich jetzt in diesem Fall für Gelb. Hatte ich eben schon mal kurz angedeutet. Gelb, oder was meint ihr? Oder nochmal Beige? Ich hole nochmal das Beige. Ich bin immer so unsicher und unschlüssig. Wir entscheiden das jetzt gemeinsam. Hier ist das Beige. Ich glaube, es bleibt beim Beige. Weil der Rahmen jetzt ja aus Holz ist, vielleicht sieht das dann auch ganz gut aus. Wenn nicht, machen wir es einfach nochmal. Oder? Was meint ihr? So, also ihr nehmt ein Beige oder was auch immer, welche Farbe ihr möchtet, findet den Anfang. Der ist bei mir verschwunden. Der ist bei mir hier wahrscheinlich. So. Und dann braucht ihr zwei Längen. Und zwar einmal die Länge für die lange Seite, also ruhig ein bisschen drüber. Ich sag mal so 5 cm. Das ist eure erste Länge. Davon braucht ihr ungefähr 45 Bänder, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch 50, das kommt gleich ein bisschen drauf an. Und die kurze Länge, das ist diese hier, auch da ruhig ein bisschen, 5 cm ungefähr, abschneiden, sodass wir es hinterher überschlagen können. So, das sind die beiden Fäden, davon braucht ihr jetzt jeweils ungefähr 50, ich weiß die genaue Anzahl nicht, aber wir werden es gleich mal ausprobieren. Und das machen wir jetzt. So, jetzt geht's weiter. Wir haben unsere Fäden hier also geschnitten. Ich habe hier erstmal, ich habe nicht mitgezählt, ehrlicherweise, beziehungsweise irgendwann mittendrin aufgehört zu zählen. Aber ich glaube, sonst müssen wir einfach gleich nochmal welche nachschneiden. Ich beginne jetzt mit der langen Seite. Das bedeutet, ich klebe das kurze Stück ab. Und wie das jetzt geht, zeige ich euch. Ihr müsst im Grunde nur, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, ob meine Hand jetzt mitten im Weg ist, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Ihr müsst im Grunde nur das doppelseitige Klebeband auf eure Rückwand kleben. Im Zweifel nicht schief, so wie ich jetzt. Vielleicht kann ich es nochmal lösen. Wenn nicht, muss ich nochmal eins nachkleben. Nicht so schlimm. Ich bin sehr schlecht im Klebeband kleben, vor allem im gerade kleben. So, also ihr klebt auf eine Seite doppelseitiges Klebeband und legt dann erstmal ganz wacker und mutig einfach die Fäden da auf einer Seite drauf. Das heißt, ihr klebt erstmal, macht ihr gar nichts, außer einseitig jetzt eben diese Rope-Bänder rankleben. Wichtig dabei ist, ruhig ganz, ganz, ganz dicht kleben, damit ihr nicht am Ende Lücken habt, denn die können wir gleich nicht mehr schließen. Also wirklich eher zu eng als zu locker und ruhig euch trauen, das ganz, ganz nah beieinander zu legen, damit das hinterher nicht zu Problemen führt. So, man kann auch mit der langen Seite anfangen, das ist eigentlich ganz egal. Hauptsache, ihr fangt an einer Seite an und legt erstmal, wie gesagt, ganz easy diese Bänder nebeneinander. So, ich mache das jetzt mal, denn das dauert jetzt einen Moment. Deswegen stelle ich euch jetzt nochmal auf Zeitraffer. So, jetzt sind wir so weit, dass wir die eine Seite schon fertig haben. Wichtig ist, wie gesagt, dass man die ganz, ganz eng aneinander klebt. Ich musste hier auch noch mal ein bisschen nachkleben, weil ich hier tatsächlich nicht nah genug am Rand war. Denn auch das ist entscheidend, das habe ich vielleicht eben am Anfang nicht ganz genau gesagt, dass man wirklich am Anfang beginnt, damit es sich hinterher nicht hier zu so einer Lücke erschließt. Jetzt machen wir genau dasselbe an der langen Seite auch. Wenn ihr Bilderrahmen habt, wo, ich weiß nicht, ob ich das hier nochmal irgendwo zeigen kann, weil ich habe, glaube ich, jetzt auch keinen mehr, wo zum Beispiel also sowas dran ist und ihr das nicht mehr braucht, könnt ihr das ruhig abnehmen. Manchmal ist ja hier auch dieser Fuß dran. Auch den könnt ihr einfach abnehmen, wenn der euch im Weg ist. Außer ihr wollt ihn hinterher wirklich noch aufstellen, dann empfehle ich das nicht.
Aber sollte das einfach nur zum Hinstellen sein, weil die Rahmen ja auch relativ breit sind, also man kann die auch so hinstellen, dann könnt ihr alles, was euch stört, natürlich einfach abmontieren. Das ist kein Problem. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich jetzt hier nicht quatsche, sondern wirklich gerade klebe. An dieser langen Seite, oder je nachdem, an welcher Seite ihr startet, ist es jetzt wichtig, dass ihr auch über die vorigen Fasern hier klebt, denn sonst hält es ja an der Stelle dann nicht. Also ihr müsst da wirklich die ganze Länge nutzen, dementsprechend auch nochmal hier über die Anfänge drüber kleben. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen, weil ich kein Mikro habe, sondern nur die Kamera nutze hier. So, alles gut festdrücken, damit das auch hält, und dann einfach wieder abziehen. Und dann geht im Grunde dasselbe Spiel von vorne los. Ja, ich bin jetzt hier natürlich mit meinen Krallen hier nicht so begabt. Die sind aber erst nächste Woche vorm Urlaub wieder dran, deswegen, oh wow. Auch schön und nicht funktioniert. So, jetzt aber. So, und jetzt geht das genau das gleiche wieder los. Also im Grunde müssen wir jetzt erst wieder, ich habe jetzt hier noch die kleinen, die jetzt hier der Länge nach drauf passen. Und auch hier jetzt ganz einfach, ganz nah am ersten beginnen und dann wieder die ganze Reihe lang vollkleben. Viel Spaß! So, was jetzt kommt, ist ein bisschen tricky. Ich musste mich auch hinstellen, damit ich das ein bisschen vernünftig zeigen kann. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so, wie ich mir das denke. Im Grunde ist es jetzt ja so, das ist die Platte, wo wir jetzt Stück für Stück unsere Fäden drüber legen wollen. Wenn ihr ein bestimmtes Muster wollt, rate ich euch, bevor ihr das Klebeband auf den beiden Seiten, die noch frei sind, verlegt, ein bisschen zu gucken, wie könnte es am besten gut aussehen. Das ist wirklich aber nicht besonders ausschlaggebend, weil es jetzt erstmal darum geht, dass wir einen Faden nach dem anderen da sauber drüber kriegen. Dafür braucht es ein bisschen Geschick tatsächlich. Ich beginne, ich wollte euch das jetzt nicht nur mal darstellen, das war jetzt nicht so schön. Moment. Ich beginne hier im Inneren, also da, wo beide Bänder aufeinandertreffen, und nehme mir als allererstes drei Stück von der kurzen Seite und lege die hier drüber. Das mache ich deswegen, weil ich es schön finde, wenn hier so ein Muster entsteht. Das habe ich hier oben auch gemacht zum Beispiel. Dort habe ich auch immer drei Stück genommen von beiden Seiten. Nehme mir also drei Stück, versuche die ein ganz bisschen auf Spannung zu bringen, aber nicht zu sehr. Ihr seht es ja hier. Und lege mir die rüber, die andere Seite, wo das Klebeband auch schon ist, und drücke das einfach ein bisschen dran. Dass jetzt man hier im Moment noch so ein bisschen das alles sieht, ist nicht so schlimm. Das passiert gleich ganz von allein, wenn wir die alle gegeneinander legen, dann sieht man das nicht mehr. So, drei Stück von der Seite bedeutet jetzt auch drei Stück von dieser Seite. Also auch hier nehme ich meine drei Bänder, versuche die ein bisschen geordnet, das ist halt das A und O, weil das ist das Wichtigste, geordnet nebeneinander zu spannen. Und so gehen wir jetzt die ganze Zeit vor. Ich hoffe jetzt hier, man kriegt das ein bisschen mit einer Hand, ist das alles so ein bisschen schwierig. So. Also auch hier drei Stück nebeneinander legen. Klebt irgendwas nicht? So. Und dann wieder drei Stück von der kurzen Seite drüber legen. So. Wieder alle, dass sie alle auch wirklich in einer Reihe sind und nicht kreuz und quer. Das macht hinterher nämlich nicht so ein schönes Bild. Zack. Und nehme mir wieder drei Stück von dieser Seite und lege sie wieder drüber. Wie ihr das Muster entstehen lasst, ist ganz eure Sache. Das könnt ihr nicht, müsst ihr nicht so machen, wie ich das mache. Das habe ich mir nur so, als ich das mal einmal gemacht habe, so entsprechend vorbereitet, weil ich das schön fand. Und weil ich diese Ecke, die da entstand, richtig hübsch fand. Das ist alles kein Muss. Also das muss nicht genau so sein, wie ich das mache. Das ist nur so, wie ich mir das ganz am Anfang überlegt habe. So, dann nehme ich wieder drei Stück von der kurzen Seite, lege sie hier rüber.
Wenn ihr feststellt, ein Faden ist zu kurz, dann habt ihr zu kurz abgeschnitten, so wie ich jetzt hier. Dann ist es ärgerlich, aber machbar. So, die muss ich hier, das ist jetzt nämlich genau hier passiert, die muss ich jetzt nochmal austauschen. So, und so arbeiten wir uns jetzt die ganze Zeit weiter vor. Ich mache nochmal ein bisschen Schnelldurchlauf, weil ich glaube, da kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Da sieht man gleich auch ein bisschen besser die Ergebnisse. So, ihr habt gesehen, in den Zeitraffer, ich habe es versucht, ein bisschen langsamer zu machen, weil der Zeitraffer macht das schon ganz schön schnell, aber sonst würde das Video einfach viel zu lang werden. Ich habe mich jetzt ein bisschen Stück für Stück durchgearbeitet. Hier habe ich immer drei genommen, von einer Seite, dann drei von der anderen Seite. So kommen diese wunderschönen Ecken hier zustande. Man kann aber auch, das habe ich nämlich dann hier angefangen, 10 nehmen zum Beispiel. Und hier habe ich auch 10 genommen und dann wieder hier 10. Oder ihr schiebt die untereinander. Also das, da kann man wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Upsala, jetzt habe ich ein bisschen geknistert. Auch hier ist es, da habe ich hier nochmal einen anderen Ton verwendet. Das ist ein anderes Beige. Auch hier habe ich einfach ganz, ganz mutig die verschiedenen übereinander gelegt. Und es hat wirklich gut geklappt. Und der Rahmen, der verzeiht ganz viel. Also wenn jetzt ihr am Ende oder hier auch so ein bisschen was übersteht, macht das gar nichts. Denn wenn der Rahmen da am Ende drüber kommt, sieht man das alles nicht mehr. Ihr könnt euch also das Muster ganz, ganz eigenständig zusammensuchen. Ich empfehle tatsächlich erstmal einfarbig zu starten. Ich hatte das schon versucht, wie das aussehen könnte, wenn man da einzelne Farben zwischenmischt. Ich bin ein bisschen unsicher, ob das dann nicht zu wild wird. Deswegen würde ich es als erstes erstmal wirklich einfarbig anfangen und dann einfach wirklich gucken, ob man dann irgendwie mal zwei Fäden einarbeitet oder was auch immer in einer anderen Farbe. Dann könnte das auch super aussehen. Aber ja, wir machen jetzt erstmal genauso weiter. Ich mache den Zeitraffer nochmal an und wenn es am Ende quasi dem Ende zugeht, dann melde ich mich nochmal. Und ja, hoffe, ihr konntet es bis jetzt, bis zu dieser Stelle erstmal gut nachvollziehen, wie es geht. Es ist echt eine schöne Beschäftigung, die man einfach auch, wenn man ein bisschen basteln möchte, nebenbei machen kann. Neben dem Fernsehen zum Beispiel, am Tisch oder was auch immer. Aber wie gesagt, es benötigt ein bisschen Geduld. Nicht wirklich viel können, aber Geduld, weil ja, diese ganzen Dinge abschneiden, die dann einzeln drüber legen, das braucht hier und da tatsächlich ein bisschen, ja, Feinfühligkeit, wovon ich nicht besonders viel übrig habe. Aber langsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man das so? Genau. Ich mache den Zeitraffer nochmal an und wir bringen dieses wunderschöne upsala, Bild jetzt zu Ende. So sieht das Ganze nun von hinten aus. Nicht schön, aber selten. Ihr könnt euch ruhig trauen, da einfach nochmal ein bisschen Klebeband drüber zu machen. So habe ich es jetzt auch gemacht. Musste auch hier und da nochmal welches nachkleben, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte für die Fasern, beziehungsweise für das Stück, was ich kleben musste. Alles, was so übersteht, verschwindet gleich im Bilderrahmen. Das ist also nicht so schlimm. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, was euch jetzt sehr stört, einfach abschneiden. Nur macht es nicht zu kurz, sonst löst es sich gegebenenfalls. Das wäre jetzt nicht so gut. So, dann steckt ihr das Ganze quasi nur noch in euren Rahmen wieder rein, löst bzw. schließt diese Nupsis hier wieder. Ich weiß gar nicht, ob es dafür echt einen Namen gibt. Dass da ein bisschen Spannung und Druck drauf kommt auf das Bild. Upsala, ein bisschen zu viel Druck an dieser Stelle. Und dann zeige ich euch gleich, wie das von der anderen Seite aussieht. So ist das Endergebnis nun. Ich habe es nochmal umgedreht. Das war ja mein erstes, das war jetzt das zweite. Hier sieht man auch, ich habe hier auch ein bisschen verdreht an einer Stelle mal.
Da muss man wirklich ein bisschen üben. Ja, ich bin ganz zufrieden damit. Ich finde, es sieht richtig hübsch aus. Von hinten ist es tatsächlich, da kann man, wenn man möchte, auch noch eine Pappe zuschneiden, die da drüber legen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Habe aber auch keine in der Größe, in dem Format. Aber das wäre jetzt noch eine Alternative. Habe ich aber zu meiner Verteidigung auch nicht hier gemacht. Denn da geht das ganz gut. Ich empfehle tatsächlich, diese dicken Rahmen zu nutzen. Die von IKEA sind noch ein bisschen besser. Das war jetzt ja eins vom Teddy, weil die auch hier noch mal ein bisschen was kaschieren, was das Ganze noch mal ein bisschen verzeiht, wenn man mal hier am Anfang was nicht ganz sauber gearbeitet hat. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden und finde es sehr schön, auch in der Kombination, und werde mir auf jeden Fall in größeren Formaten auch noch was davon machen, denn ich finde, es an der Wand gibt das ein schönes Bild und es sieht schön lebendig aus und ja, ist was Selbstgemachtes, das gibt immer viel her und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Woche und bis ganz bald.